glaube, die haben so viel neue Musik hinzugefügt, dass ich nicht die... Oh, ich bin gerade schon erschrocken. Die Musik wiederfinde, die ich gerne gehört habe. Gute Nacht, Zeni. Schlaf gut. Ich werde auch nicht mehr so lang machen. Deswegen, ja. Das war ja so klar. Die Ficker wollen dich nicht davonkommen lassen. Oh, sie bremsen scheiße. Warte mal. Ich muss weg. Muss man mal einen alten VOD nachschauen, was du mal angemacht hast. Ja, das Problem ist, die haben anscheinend in jedem Sender neue Sachen hinzugefügt. Mein Arsch gehört Ersa. Also kann sie kacken gehen. Wow, hey. Ich will die nächsten, ernsthaft. So. Taste of Chino Rice. Ja, da freue ich mich auch drauf. Alles klar, Tascha, dann danke, dass du da warst. Schlaf gut. Warte, du hast ein Re-Abo gelassen? Warum wird mir das nicht angezeigt? Dann Dankeschön. Ich weiß nicht, wird mir gerade nichts angezeigt irgendwie. Bitte nachher noch einen schicken Stream. Dankeschön. Schlaf gut. Warte, jeden Moment angezeigt. One moment. Vielen Dank. Hat sie wohl nicht gepostet. Alles gut. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ah, okay. Dankeschön, Tascha. Vielen, vielen Dank für deine 3 Monate schon. Arigato. Sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Schlafe fein. Liebes Taschalein. Fahren wir hier gerade die ganze Zeit im Kreis? Was ist denn mit diesem verfickten, Entschuldigung, Weg? Das zeigt, der fährt mich, lässt mich die ganze Zeit im Kreis fahren. Was ist denn mit der Wegmarkierung? Der sagt mir die ganze Zeit, ich soll im Kreis fahren. Ich fahre jetzt einfach geradeaus, mir ist scheißegal. Nachti. Ja, ich wundere mich auch schon die ganze Zeit, warum. Ich dachte, das fährt dann irgendwie runter oder so, aber ich fahre jetzt einfach geradeaus, mir egal. Ich dachte, ich muss irgendwie runterfahren, weil das Navi mich dahin zeigt. Ist das Google Maps oder was? Das Google Navi. Das hat das Navi aber nicht angezeigt. Der hat mich die ganze Zeit in diese Schlaufe reinfahren lassen, hin und her. Warum auch immer. Ganz komisch. Also es hieß aber auch ganz schön ziemlich buggy. Also haben einige Sachen schon gesehen, die ein bisschen doof sind, aber solange es noch spielbar ist. Ja, die Map seht ihr ja nicht, das stimmt. Aber ich wurde die ganze Zeit wirklich in dieser Schlaufe reingelotst von der Map, also von dem Navi-Dings, warum auch immer. Und ich wundere mich so, das ist doch die ganze Zeit der gleiche Weg, den ich fahre. Was willst du von mir spielen? Naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Perfekt. Kriegt man aber mal ordentlich Kohle, deswegen finde ich das gut, diese Aufgaben. Ja? Coole Haare. Coole Augen. Jedes Problem hat eine Lösung. Jedes. Der Spruch hat mich jetzt mega getriggert. Alter. Das war die beste Weisheit ever. Das hat mich jetzt sehr getriggert. Es tut mir leid. Ich wollte ihn eigentlich schlagen, aber dann hat sie die Sniper ausgepackt. Warum auch immer. Ich hasse es. Das neue Waffenradsystem ist sehr scheiße. Oha! Ich habe doch nur geboxt, aber muss dann gleich übertreiben. Wenn man sagt, in stille Wasser sind tief. Oh, halt die Klappe! Wie oft ich das in meinem Leben hören musste. So ätzend, dieser Scheißspruch. Hallo, Nino. So. Hier ist irgendein Überfall, den können wir ja machen. Ich muss ja jetzt irgendwelche Nebenaufsachen irgendwie machen. Nein, ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, ich will nur dein Auto. Lisa ist zu Buddha aufgestiegen. Sie schenkt die Kraft des dritten Auges mit der Sniper. Was? Luis, was? Du machst Witze, oder? Für das Geld würde ich den Job nicht mal annehmen, wenn es hier wäre. Und erst recht nicht, wenn ich noch irgendwo hintingeln muss. Habt ihr von all den Implantat-OPs den Arsch offen? Hey, Chimmer, wir zahlen mehr. Wenn ihr den besten Gripper auf der Seite der NUSA wollt, heißt das, ihr zahlt mit mir das Dreifache. Abgemacht. Maelstrom zahlen immer. Eddies sind das eine, aber ich will, dass es mit meiner Ausrüstung steigt. Darum müsst ihr euch kümmern, ich schlepp den ganzen Kram jedenfalls nicht. Kein Problem, wir schicken jemanden, der über die Grenze bringt. Okay, aber ich will ein Profi, ich arbeite nur mit den Besten. Ja, ich weiß. Ja, und jetzt bist du tot. Herzlichen Glückwunsch. So, hier ist auch noch ein NCPD-Dingsbums. Alter, so mich was überfahren? Du bist ein blöder Ficker, weißt du das? Neues Mission. Happy New Day, ihr Lieben. Happy New Day zurück. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Und ja, komm, Kuckuck, danke. Ich sehe ihn nicht. Habe ich ihn erwischt? Lord. Mach das, Chloe. Sieht aus wie ein Kopf irgendwie. Alle korrupt. Ja, sieht danach aus. Mission abgeschlossen. Triff dich mit Kapitan am Damm. So schnell ist die Zeit um, okay. Ich würde sagen, wir machen die zwei noch und dann gehe ich auch ins Bett. Corruptions gebührlich. Sehe ich auch so. Welcher Radiosender ist das gerade? Ritual, ah, der. Ich habe irgendein Dokument, was ich mir nicht anschauen kann. Oh, jetzt muss ich Schlangenlinien fahren, cool. What the fuck? Der Busch hat mich zurückgeschlagen. Einfach Airbag. Einfach so ein Airbag. Ich nehme einfach alles mit. Hier ist die Hauptmission. Das Spiel verwirrt mich schon wieder. Ich wollte eigentlich die blauen Aufgaben. Warum verwirrt mich das Spiel schon wieder? Ja gut, jetzt gehe ich nicht nochmal runter. Kein Fallschirm? Nee. Also ich kann mit meinen Knien aufkommen und damit mich abprallen, aber ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Und die Hauptmission will ich jetzt nicht wirklich anfangen. Hör endlich auf rumzuheulen, Muammar. Das klappt schon. So ein sturer Wichser. Das war Daniels. Wird dir bei dem Job helfen. Was für ein Job? Um was ging es da gerade? Einer seiner Leute hat einen Rückzieher gemacht. Ich bin der Meinung, dass uns das auf die Füße fallen wird. Oh ja, Dentik, ich kann es absolut nicht leiden, diesen Spruch. Egal. Du erinnerst dich an ihn, oder? Ja, der Bulle, der neulich eine Karre bei deinem Chop Shop gekauft hat, oder? Chop Shop! Bergstadt wie. Aber ja, genau der. Gut, pass auf. Du musst zu den Arasaka-Docks in Corpo Plaza und dort einen Truck mit medizinischer Ausrüstung klauen. Daniels und seine NCPD-Kumpels helfen dir. Die schleichen sich dort als Arbeiter rein. Und jetzt los. Daniels meldet sich dort bei dir. Was denn? Kein Eure Majestät? Wenn das so weitergeht, bekommt El Clown noch einen neuen Haarschnitt. Ist sicher nicht leicht, einen Arasaka-Truck zu klauen. Hast du Tipps? Mach's besser nachts, weniger wachen. Daniels hat da sicher mehr Infos für dich. Ist das alles? Wenn wir das durchziehen, wird's den Kids in San Domo besser gehen als mir damals. Egal. Lass mich mal ein bisschen alleine. Ich muss eine rauchen. Das habe ich schon so oft gehört. Alle sagen, lass mich allein. Aber eigentlich will er, dass jemand sagt, Muammar, geht's dir gut? Muss ich jetzt auch noch deinen Empathie-Coach spielen, oder was? Der Typ will eindeutig drüber reden, kann's aber irgendwie nicht. Johnny, ne? Ich schwör's dir, ich hau dir nur auf die Eier. Auf deine digitalen... Alles klar, Muammar? Du wirkst so... gelassen. Alles gut. Ich kann nur nicht rund um die Uhr als Bassvogel sein. Wusstest du, dass wir hier aufgewachsen sind? Daniels und ich? Weißt du, wovor wir am meisten Schiss hatten? Gangs? Einem Querschläger? Auch, ja. Aber ich meine eigentlich was anderes. Vor einem Glas Wasser. Die Filter sind manchmal ausgefallen. Jeder Schluck konnte dein letzter sein. Ich spreche von Krebs, Arthrose, Kindern mit Gelenken von 70-Jährigen und alles in einem scheiß Glas Wasser. Und dazu diese Bruchbuden. Shit. Da steckt Saka dahinter. Garantiert. Arasaka pumpt sein Gift schon seit 2061 hier ins Grundwasser. Wir wussten natürlich lange nicht, wie beschissen die Lage eigentlich wirklich war. Hab ich's nicht gesagt. Shit. Und wie schlimm war's? War's? Ist's immer noch. Jeder hier hat wen verloren. Jedes Kind hat irgendeine Krankheit. Ich vermute, Daniels und ich werden wohl auch nicht steinalt werden. Und mit diesen Geräten wollt ihr den Kranken helfen? Naja... Sie werden auf jeden Fall einige Beschwerden lindern. Aber am wichtigsten ist, dass die Leute merken, dass sich noch irgendjemand für sie interessiert. Klauen für den Weltfrieden. Dieses Land ist echt am Arsch wie. Naja, mach, dass du loskommst. Und enttäusch uns bitte nicht. Ich enttäusche euch nie. Ich gebe mir immer voll viel Mühe. Begib dich zu den Arasaka-Docks.